Es ist 8:57 Uhr. Wir stehen ganz kurz davor, in die Big Number reinzulaufen zur Markteröffnung. Und die Box ist scharf geschalten. Und jetzt schauen wir mal, in welche Richtung der Markt läuft. Das Gap, die Kurslücke ist geschlossen hiermit offiziell. Also Gap Closing. Und jetzt schauen wir mal, ob der Kurs hier Richtung Daily Pivot läuft. 12.607 aktuell der Kurs. Und in 2 Minuten geht's dann los. Jetzt sind wir long. Erster Trade, long. So. Danke, Doris. Also noch 19 Sekunden. MTX kommt nicht. Wir sehen es grau. Und jetzt bereiten wir uns auf die Eröffnung vor. 9, 6, 5, 4, 3, 2 und los geht's. Die Glocke läutet noch und wir sehen, wir sind mittlerweile im zweiten Trade. Das geht relativ oder ging relativ fix. Das sehen wir denn auch hier in dem Tool rechts, zweiter Trade. Die blaue gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Dadurch, dass wir aber nicht bei dieser gestrichelten Linie zwingend raus wollen, sondern erst raus wollen, wenn er wirklich einen Breakout gemacht hat, ja, sind wir immer noch in der Gymnastik, in der Stretching-Phase. Und wie gesagt, ich weiß nicht, niemand weiß, wo der Kurs heute hinlaufen möchte. Insofern, was wir wissen, wenn der Kurs sich hier aus diesem Bereich entfernt, sind wir auf jeden Fall dabei. Jetzt sind wir dabei. Wir sind jetzt short und wir sehen oben rechts, wie sich dann Gewinn und Verlust verrechnet. Und für die neuen und Gäste hier, ihr seht's, pro Trade wird es dann immer mehr, auch von den Positionen. Das heißt, auch das Minus und der Gewinn wird dementsprechend auch etwas mehr. So, die Vola-Boxen sehen wir hier. Wir haben ganz weit unten eine und hier oben bei 67. Die 67er würde ich dann nehmen, auch als sogenannte High-Risk-Box, also höhere Risiken würde ich hier eingehen, weil wir vom Eröffnungskurs hier dann definitiv mindestens 40 Punkte entfernt sind. Das kann sich Grace auch gerne notieren. Also bis 9:40 Uhr, das ist so die Primetime, handle ich, wenn der Kurs hier von 9:40 Uhr Punkte entfernt ist, mit einem etwas höheren Risiko, 0,05. So, wir sind im zweiten Trade, alles noch entspannt. Es ist 9:03 Uhr, jetzt sind wir im dritten Trade. Zwölf, sechs. Das kann schnell gehen hier auf diesem Level. Blicken einmal auf unsere Heiken-Ashi-Strategie. MTX. Sehr gut. So, wir gehen auch hier auf angepasst natürlich. Auf die 50.
So, jetzt sind wir im vierten Trade. Vorhin schon erwähnt, ja. So, wir müssen die 20er Zone hier überwinden. Aktuell 8, 9, also ist noch keine Dynamik drin. Wir sehen hier blaue Sonne. Sehen aber, wir haben uns da noch nicht entfernt. Die nächste Kerze 10 jetzt gehandelt. Es kommt ein bisschen Dynamik rein. Wir sehen es hier an der blauen Heiken-Asche-Kerze. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an im fünften Trade. Siebzehn gehandelt.